strahlender Sonnenschein, ein bisschen heiß, aber trotzdem perfektes Wetter für den 31. Feuerbacher Höflesmarkt. Ein Mix aus Kirbe, Flohmarkt und Straßenfest. Fertig, betagt und... Organisiert wurde das Fest vergangenen Samstag vom Gewerbe- und Handelsverein Feuerbach. Ein Fest mit 30-jähriger Tradition und mittlerweile richtig Strahlkraft. Ich sag mal, bis Gerlingen, bis in die Innenstadt rein, Zuffenhausen, Cannstatt, bis dahin haben wir schon eine Ausstrahlung. Also jetzt nicht ganz Süddeutschland, das wäre Quatsch, aber so große Umgebung bis Ludwigsburg, bis Fellbach, spricht sich das schon rum. Und macht dann Werbung für den Stadtbezirk. Wir haben ja ungefähr 5 große Veranstaltungen, davon macht der GHV 3. Und das ist jedes Mal ein Zeichen setzen, hier im Stadtbezirk ist was los. Das ist ein aktiver Stadtbezirk, der hat eine gute Perspektive. Wir haben viele Trends, die nach oben zeigen, wachsende Bevölkerung, keinen Leerstand in der Stuttgarter Straße. Das sind alles Indikatoren, die zeigen, dass der Stadtteil gut lebt. Über 80 Läden und 95 Flohmarktstände vermitteln über die 2 Kilometer Straßenfestmeile den Eindruck eines lebendigen Stadtteils, der sich nicht verstecken muss. Deshalb bedeutet der Höflesmarkt dem Einzelhandel hier auch so viel. Mein persönliches Jubiläum ist 10 Jahre. Charisma steht seit 15 Jahren hier in Feuerbach. Und ich finde, das ist jedes Jahr ein Highlight. Und es entwickelt sich immer besser. Es wird immer mehr. Die Leute freuen sich schon darauf, auf diesen Tag. Und ich finde, es ist uns gelungen, denke ich. Ja. Ist auch einiges geboten worden. Vor allem Familien und deren Kleinsten hatten sichtlich Spaß. Auch die Einzelhändler hatten allesamt spezielles Programm im Angebot, für die ein großer Teil der Stuttgarter Straße abgesperrt wurde. Auch der Juwelier in der Stuttgarter Straße weiß den Höflesmarkt deshalb zu schätzen. Der Höflesmarkt ist eine feste Institution. Ohne den, würde so rum sagen, wird es sicher weniger Kunden geben. Also der ist schon sehr wichtig, weil er ist für jeden bekannt und da geht es nicht einmal so arg um den Verkauf, da geht es mehr ums Gespräch mit den Kunden und dass man einfach auch den Kunden wieder was zurückgibt. Für die Nicht-Feuerbacher entpuppt sich der Bezirk mit seinen Angeboten in der Stuttgarter Straße als richtig gehender Geheimtipp. Also wir freuen uns einfach immer, wenn viele neue Leute in den Laden kommen und der Höflesmarkt ist einfach eine super Aktion und es sind einfach super viele Leute unterwegs und sogar jetzt bei 36 Grad, wir finden es einfach klasse. Feuerbach ist einfach aktiv. Doch wie organisiert sich der ganze Trubel? Nach 31 Mal ist es bekannt, das heißt die Leute melden sich bei uns an, wir verschicken dann Anmeldeunterlagen. Und dann ist es fast, automatisch. Aber drumherum ist viel zu organisieren. Die Straßensperrung muss eingerichtet werden. Da ist viel Organisatorisches zu leisten. Aber im Prinzip macht jeder Verein, jeder Standbetreiber macht sein Ding. Und wir schaffen halt die Rahmenbedingungen und gucken nach dem Wetter.